auf das Handgelenk, selbst das finde ich schön. Ich schaue den Bauarbeitern zu und die können das nicht sehen. Ich betrachte nur die Männer mit vermehrter Libido. Ich habe mit Freunden gesprochen, denen geht's oft ebenso. Ich wache morgen auf mit einer Sehnsucht im Gebet. Die Blumen, die ich mir geschenkt habe, sind immer noch nicht weg. Ich stehe auf und wasche mich, wo man das meistens tut. Ich massiere meinen Körper und das tut ihm gut. Ich fühle mich sehr wohl und ich lobe innerlich. Selbst das Gebeine meiner Katze stört mich heute nicht. Wenn ich sie anschaue, glaube ich, dass es ihr ähnlich ging heute Nacht. Ich habe zwar gut geschlafen, doch bin mehrmals aufgewacht. Eisprung. Andere Frauen menstruieren mit dem Mond, das tue ich nicht. Das soll doch gern die Frau tun, die sich was davon verspricht. Ich kann mir gar nicht helfen, denn ich finde mich so schön. Mir muss man auch nicht helfen, denn jeder kann es sehen. Es ist vielleicht nicht schicklich, doch für mich ist es normal. Und ist der Mann auch mickrig, das verdränge ich total. Ich hab den Reis zu stark gewürzt und das Wasser angebraten. Hab das Frühstücksei gebrüllt, denn ich konnte nicht länger warten. Das Leben ist sehr ernst, doch heute ist die Brunst. Den Frühling zu genießen ist heute keine Kunst. Meine Handtasche schnurrt.